Der frühe Vogel kann mich mal. Ja, genau. Der frühe Drecksvogel. Machen wir das Katana auspacken. Ach ja. Keine Munition verschwenden, auch wenn ich über 200 Schuss dabei habe, aber das muss ja nicht sein. So viel hast du dabei, oha. Ja, ich habe mir alles mitgenommen, was ich craften konnte, deswegen hattest du ja auch noch so viel. Das hast du natürlich alles zu Hause gelassen. Ja, die Hälfte. Ja, ich nehme das alles mit. Das verballern wir ja eh wieder. Richtig. Ich nehme auch zwischendurch ein bisschen Eisen mit, wenn ich hier was finde. Ja, habe ich auch. Die Kors, ja, toll, hier ist Wasser. Hier ist wieder das blöde Wasser. Ja, wir haben eigentlich die Zeit, außen rum zu gehen, ne? Das ist deswegen. Ja, ne, dass ich wieder hier gleich sterb. Sterben. Sterben tun tu. Sterben tun tu. Das wolle man nicht. Nee, war ungünstig. Ja. Dann können wir gleich nochmal ein paar Wege gehen, die wir noch nicht gelaufen sind und vielleicht noch ein paar Erze finden. Na toll. Ja, deswegen nehme ich jetzt zwischendurch mal noch ein bisschen Eisen mit. Hier ist gerade so ein Riesenfels. Oh. Naja, und im Prinzip brauchen wir auch wieder massig Steine. Ja. Ach ja, siehst du. Hier ist auch noch Stein. Eisen? Kann man ein bisschen Stein kloppen gleich noch. Jo, das kann man schön. Ja. Schön machen nachts. Was ist jetzt Stein oder was Eisen? Das werden wir gleich erfahren. Das war Eisen. Eisen, Popeisen. Ich hätte lange keinen Bär mehr gesehen. Oh, ein Bär. Ja, ist echt so. Ja, das stimmt wohl. Die letzten Male hatten wir nur Bären. Oder ja. Oft. Aber du bist oben links gegangen, scheiße jetzt. Ich glaube beim zweiten oder beim dritten Stream, wo wir eingeloggt haben und dann direkt der Bär kam? Und das war beim letzten Mal, glaube ich. Das war, ne? beim dritten Stream, ja. War das. Weil die Folge habe ich mich gerade erst geschnitten. Ach ja. Beziehungsweise ist gerade online gegangen. Ach stimmt, stimmt. Jetzt weiß ich auch, warum ich mich erinnern kann, weil ich die Folge heute früh geschnitten habe. Siehst du? Jetzt, wo du sagst. Ich hatte vor einiger Zeit einen Unfall und war eine Woche im Krankenhaus. Es gab die Woche nur Mist zu essen. Am letzten Tag kam ein Sternekoch und habe im Krankenhaus Buletten auf dem Grill gemacht. Das war die beste Bulette, die ich je gegessen habe. Okay. Das glaube ich gerne, ja. Krass. Muss da mal Glück haben, ne? Nicht schlecht. Ja. Krankenhaus ist assi, ey. Ich kann mich da einmal noch dran erinnern, das ist allerdings auch schon ein paar Jahre her. Da hat der Modern ein paar Frikadellen zu viel gemacht, hatte ich natürlich ein paar mitgenommen. Ja. Und die habe ich dann auf der Arbeit gefuttert. Dann habe ich aber die ein, zwei Tage danach, also am selben Tag und den Tag danach, da habe ich die Leute auf der Arbeit so dermaßen mit irgendwelchen Ausdünstungen belästigt. Also die hatten, glaube ich, echt schon Tränen in den Augen. Also die im besten Fall, wenn nicht sogar Blut, ich weiß nicht. Ja. Aber die habe ich so. Die durch. Ja, ja, mussten sie ja, ich ja selber auch. Aber das, ja. Das sehr gut. War schon nicht so schön. Ja, weil meine Mutter ist ja gleich so, die bastelt ja auch mal ein bisschen rum, die probiert immer ein paar Sachen. Mhm, und ja. In dem Augenblick hatte sie bei den Frikadellen Zwiebelsuppe. Man kennt ja diese Pulverzwiebelsuppe. Die hat sie da mit reingepackt für den Geschmack. Okay. Und das hat natürlich so getrieben, die Zwiebeln, dass das schon, naja. Ja, gut, klar. Logisch. Logisch. Also ich glaube, ich gut bin in den zwei Tagen, glaube ich, bin ich nicht einen Schritt zu Fuß gelaufen. Ich bin die ganze Zeit nur geschwebt. War schon, so schlimm, ey. Schon abartig. Krass. Das hatte ich da tatsächlich noch nie so schlimm. Das ist natürlich heftig, ja. Das ist schon, sind schon Erlebnisse. Ja, muss auch sein. Mafiosi, nein, es ist nicht Buletten, das heißt Frikadellen. Hier sagen wir Frikadellen dazu. Genauso sind hier auch Pfannekuchen sind hier unten Berliner. Ja. Könnt ihr euch doch glücklich schätzen. Fleischpflanzerl heißt das bei uns. Fleischpflanzerl. Ist doch keine Pflanze drin. Ja doch, ein bisschen Petersilie. Ja gut, aber das bisschen Petersilie, was da drin ist. Ja. Das hat ja nichts mehr mit Pflanzen zu tun. Komm ich jetzt hier nicht mal mit meinem fetten Arsch.
Nein, nicht runterrutschen. Mit Pfannkuchen und Berliner komme ich auch nicht klar, was da alles hier, also es gibt Pfannkuchen und es gibt Krapfen. Berliner kenne ich zum Beispiel, also ich kenne es schon, Krapfen, aber es kenne ich auch gar nicht. Ja. Krapfen sind bei uns ja wieder ganz andere Sachen, also so ein Krapfen, ja, das ist so eine Art, ja, so eine Art Teigschnecke, wenn man so will. Das ist irgendwie so ganz, also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also das Krapfen gibt es bei uns auch, aber das ist eben halt eine andere Art. Take? Was ist denn hier Take? Ja? Was ist denn hier Take? F? Ach so, ein Stein. Ich wollte schon sagen. Warum komme ich denn jetzt hier nicht hoch? Och Mann, leck mir doch die. Und so heißen sie nach dem, was drin ist, müssten die Brötchen heißen. Ja. Stimmt auch wieder. So, noch ein bisschen Erze. Warum bin ich jetzt hoch, um dann jetzt hier wieder runter zu lassen? Ist ja auch bescheuert, ja. Ja, so ist das, ne? Ja. Ah, scheiße. Oh Gott. Ja, hier ist vielleicht nicht so geil. Leider geil. Hier nee, ist vielleicht. Dann müssen wir weiter links runter. Hier kommen wir doch nicht gesund runter. Oder? Na, ja, probieren wir es. Mutzerlücke. Ja, höre ich schon, ja. Na, wie konnte das passieren? Ich bin einigermaßen noch sauber runter. Ja. Ich habe mir nur das Knie aufgeschürft. Ja, das macht ja nichts. Ja. Solange das Bein noch dran ist. Ja, ja noch ja. Bei uns heißt es Pfannkuchen. Also Berliner heißen. Ja, sag ich ja. Bei euch heißen Berliner Pfannkuchen. Bei uns heißen die Pfannkuchen Berliner. Und das rum. Heißt das nicht in Österreich Fleischpflanzerl? Nee, hier in Bayern, also in Franken heißt das auch Fleischpflanzerl oder? Ist ja auch die gleiche Gegend. Naja. Alles von Haus ist alles Richtung Süden. Naja. Das ist schon noch ein bisschen Unterschied. Naja, ist alles Süden. So, für mich ist alles Süden. Jetzt fällt mir hier ein, meine Frau sagt nämlich noch ganz anders zu denen. Ach, die sagt nicht Fleischpflanzerl, sondern. Ach, mir fällt es nicht ein. Und Frank, wie du schon schreibst, eben Krapfen, das ist bei uns nochmal irgendwie, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie ich das genau beschreiben soll. Das ist eben halt so ein, sieht so ein bisschen aus wie ein zusammengepresster Berliner, aber eben halt so noch in so Schneckenform, wenn du so willst. Und dann ist da meistens so Apfelstücke drin oder manchmal auch Apfelmus, je nachdem. Und das sind dann bei uns, quasi die Krapfen. Das habe ich auch noch nie gehört, ja. Ja, es ist auch schwer zu beschreiben, was ich da jetzt meine. Also es ist so schwer. Ja, ich kann mir da schon was drunter vorstellen, aber. Und manchmal ist es auch unterschiedlich. Meistens halt, manchmal heißen die dann auch nicht Krapfen, sondern dann halt Apfel-Berliner oder so. Es kommt immer so drauf an, wo du die halt kaufst. Das ist auch lecker, definitiv. Ist auch wahnsinnig lecker. Und die gibt es auch in verschiedenen Versionen. Meistens ist da dann oben einfach nur Zucker drüber oder manchmal. Noch so ein Zucker-Zimt-Gemisch, also das ist immer so ein bisschen. Je nachdem, wo du den Mist halt kaufst. Es wird irgendwie nicht besser mit dem Hunger, ne? Tja, ja, so ist das. Was ich ganz gerne mag, sind diese, ich weiß nicht, wie die heißen, das ist auch so ein französischer. Das ist so eine Quark. Nee, Quark, ist das Quark? Quark, Teig, Kringel sind das. Aber die sind auch mega lecker. Das sind auch ganz normale Teigkringel und die haben dann meistens so ein Quark, so eine Art Quarkstrudel noch drin. Das ist mega lecker. Oh Gott, was ist denn hier? Ist das eine Fabrik oder was? Nee. Eine Fabrik? Oh, vielleicht ist das ja auch schon unser Zielgebiet. Wir nähern uns so langsam. Quarktaschen sind das nicht. Das sind im Prinzip auch wie die Krapfen, im Prinzip auch so eine Teigkringel und dann eben ist da in diesen Kringeln ist da noch Quark drin. Das ist ganz, wie gesagt, es gibt dazu auch ein. Erklärt oder was? Nee. Nee, das nicht. Komm jetzt auch gerade nicht auf den Namen. Das war auf jeden Fall französisch. Französisch. Seezunge. Nein. Oh. Was Seezunge? Kupferdraht.
So, ich bin mal gespannt, wenn wir jetzt nämlich gerade das letzte Item einsammeln, ob wir dann noch ein paar Journale bekommen. Oder was danach kommt. Weil es müsste ja, ich meine, es hieß mal 5 Items sind das. Ja, ich glaube auch. Und dann müssen wir, glaube ich, daraus irgendwelche Funkgeräte herstellen und noch irgendwie Dinge tun. Im letzten Fabrikgebäude. Topfen Palatschinken mit Quark gefüllte überbackene Pfanne. Boah, du Frank, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das ist, wie gesagt, es gibt da einen französischen Ausdruck für und ich weiß jetzt nicht. Also, die gab es auch früher eher öfter mal hier zu kaufen, auch in größerer Version. Jetzt finde ich die eigentlich überall nur noch in kleineren Versionen. Manchmal findest du den auch wieder mit so einem Zuckerüberguss und ach, keine Ahnung, es gibt da 1000 Versionen. So, ich würde jetzt stark davon ausgehen. Och, ich will das Eisen abbauen. Wo kommst du denn her? Da ist da drin bestimmt der ein oder andere. Ja, ich wollte gerade sagen, da ist bestimmt ein Fleischer drin und es steht direkt vor mir einer. Ja, warte, ich komme da gleich hin. Ja. Ey, ist doch nicht dein. Ich baue nämlich erstmal ein bisschen Eisen abbauen hier. Die sehen mich doch gar nicht. Willst du mich verarschen? Och, was ist denn hier? Hau ab. Alter, was ist mit euch? Sonst warten wir erstmal ein bisschen, bevor das ein bisschen heller. Bis es erstmal ein bisschen heller ist und dann. Nö, es ist schon. Oh Gott. Oh Gott, und der Fleischer kommt schon. Ich war noch nicht mal drin. Geh weg. Das ist aber kein Fleischer. Nee, der nicht, aber der dahinter. Wo ist er hin? Da hinten steht er hier, der hier. Er hat gesehen, dass so, ich komme. Ich brenne den erstmal ein bisschen an, bevor du den. Hier nicht wieder weglaufen. Das interessiert den gar nicht, ne? Brenne, mein Freund, brenne. Oha. Jawohl. Der hat sich erstmal durch den Topf gehen lassen. Der hat's auch verdient. So. Ja. Hat er wenigstens das fallen lassen? Ja. Das braucht was. 10 Forschungsmaterial. Naja, auch nicht so viel. Hier schon wieder. Schreit schon. Oh, Halbi, was geht denn? Ich komme immer so schlecht vor, wenn ich diese halben Zombies töte, ne? Naja. Die haben eh schon scheiß Leben. Ja, aber es ist ein Gnadenstoß. Muss es einfach positiv sehen. Ja. So. Wollen wir einfach durchrennen ins letzte, oder? Petit Four? Ne, weiß ich nicht. Petit Four ist diese kleinen Küchle überzogen. Das könnte Petit Four könnte durchaus sein, ja. Servus. Aber das muss ich selber nachgoogeln, das kann ich jetzt so nicht sagen. Da habe ich jetzt auch nicht so den Kopf für, muss ich sagen. Vielleicht beruhigst du dich erstmal. Schlägt er mich da ein? Was ist los mit ihm? So, lass mal gucken. Wo sollen wir denn hier hinweg? Letzte Fabrikgebäude, könnte das hier sein. Ah, ja. Oh, scheiße. Ach, stand das da? Stand das da auf dem Text drin? Im letzten Fabrikgebäude ist es zu finden. Toll. Und da sind gefühlte 800 Millionen Dinger drin. So, ich werde da erstmal kurz ein Grillerchen machen. Ja, ich sag ja, wir brauchen Dynamitstangen. Ach, der ist schon angebrannt. Der sieht schon so angebrannt aus. So. Moin Jungs, alles klar? Ja. Oh. Kann man nicht das Mongo so weit aufreißen, wenn man noch in die Schnauze kriegt gleich. Oh, sogar mit Musik hier drin. Geil. Ich glaube, ich werde erstmal ein bisschen aufräumen hier. So, ich gehe mal nach oben und guck mal, was da so gibt. Stand denn nicht auch was vom 2. OG? Ach du Moin. Oh, heiliger Johannes, ey, was ist da unten nicht richtig? Ja. Sack. So. So, upa. Lalala. Dumm. Sperling! Komm her, Sperling! Komm her, du Sperling. Ich will dich abhacken. Da ist Ruhe im Karton. Lalalalalala. 5.
Ah, Gegenstände im letzten Fabrikgebäude. Da sind wir nicht. Oh, da sind wir da drin. Hm? Ups. Müssten wir eigentlich, oder? Nee, sind wir nicht. Wir sind im falschen Gebäude. Wir müssen noch eins ganz weiter, quasi. Noch eins weiter. Wir müssen jetzt von hier aus einmal das Gebäude wieder zurück und dann in das gegenüberliegende Gebäude. Hallo, servus, Entschuldigung, hallo, grüß Gott, ja, danke. Ich glaube, hallo, servus, einmal quer durchrennen. Tschüss, hallo, super. Hallo. Ach ja, hier. Lalalala. Oh, scheiße, ich bin auf der falschen Seite. Hm. Ah! Ruhig. Oh Gott, da ist ein großer. Oh, fuck off. Großer? Okay, warte. Ach, der Heini. Hau ab. Hau doch ab. Brenne! Brenne! Gut, der brennt, der ist tot. Sehr gut. Oh Gott. Machst die Tür auf, kommt der Vogel raus. Ey. Ja, war gar kein Vogel. War gar nicht. Oh, mein so. Herz. Mein Herz, ey. Müssten eigentlich hier rechts rein, glaube ich, ne? Hallo. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ich bin der Kammerjäger, ich muss hier aufräumen. Ich habe gehört, die sind lauter Ratten. Ach, das ist dieser Renner, der hässliche. Oh, der war aber schnell. Deswegen ist er auch ein Renner. Ja. Ne, ich meine, der war schnell tot. Was ist denn mit dir da oben? So. Da ist ein Flitzer. Da ist ein Flitzer. Take it all. Entschuldigung, hab mich versprochen, da war ein Flitzer. Sind wir überhaupt hier richtig jetzt gerade? Hier sind wir auf jeden Fall richtig. Hier sind wir auf jeden Fall richtig. Ja, aber es stand nicht wo, ne? Das ist... Mich hier hoch, ne? Oder nicht? Ne. Hey, servus. Nimm mal mit. Da ist nichts. Hier kommen wir doch garantiert drauf. Das sieht mir richtig danach aus, als wenn wir hier wollen. Ach, hier liegt's. Wir sollten vielleicht einfach das nehmen, das hier vorne liegt. Ja, es ist so einfach. Das kann es nicht sein, das ist so einfach. Journal. Würde vielleicht Sinn machen. Und wir haben die 6. Na toll. Na toll. Noch mehr. Take it all. Begeben sich zur Gnaden und gehen in den zweiten Stock des Gefängnisses. Ach du Scheiße. Gefängnis ist nicht gut. 26. Gefängnis ist nie gut. 23. 7, 26. Das ist ja ganz da drüben. 23, 26. Scheiße, müssen wir einmal quer rüber. 21, 26. Ach du Scheiße, müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Das ist auf unserer Seite da hinten. Ja. Okay. Na gut. Das ist eigentlich jetzt... Habe ich das Ding jetzt genommen eigentlich? Was auch immer das war. Bad Papa, grüß dich. Hallo. Ja, hab ich. Ja, dann lass uns auf den Weg. Wir müssten jetzt eigentlich, wenn wir rausgehen, nur nach rechts laufen. Ja. Straight rüber. Da sind wir einmal um den See rumgelatscht. Ja. Sehr nice. Moin Jungs. Na, tschüss Jungs. Schönen Tag noch. Wir sind auch schon wieder weg. Wollt nicht stören. Nee. Lass doch nicht aufhalten. Yes. Eieiei, du. Oh. Ja gut, aber das ist direkt hinter dem Berg, also müssen wir trotzdem wieder außen rumlaufen, ne? Weil ich glaube nicht, dass wir diesen Berg hier hochkommen. Warum nicht? Mit ein bisschen Anlauf geht das. Weil das Spiel das, glaube ich, nicht so vorsieht. Ach, scheiß auf das Spiel. Okay. Kann man hier in diesen Turm rein? Kann man garantiert. Aber was sollen wir da denn? Weiß ich nicht, vielleicht liegt da ein Sniper oder so oben. Oh, nein. Ein Panzerfaust. Panzerfaust findet ihr auch geil. Ein zusammenbaubarer Humvee.
Oder so ein Panzer wäre auch nice. Ja, gut, da kommen wir nicht hoch. Ja, ich bin mal gespannt, ob du irgendwann hier in diese Bunker reinkommst. Aber ich glaube, das sind einfach nur potenzielle Spawnpunkte, wa? Ach, scheiße, komm nicht lang. Also zumindest spawnt man ja bei einem der Bunker. Also denke ich mal nicht, dass das tatsächlich irgendwann POIs sind. Vielleicht später mal klar durch irgendwelche Updates, ja, aber. Lobe nicht. Zurzeit nicht. Ach, jetzt hab ich Schluck auf. Ach, guten Appetit, Pet Papa. Das Thema Essen hatten wir gerade. Guten. Schön Lasagne, hatte ich auch lange nicht. Soll mal wieder machen, Lasagne. Lasagne. Lasagne, ja. Gute alte Lasagne. Gute alte Lasagne. Eisenforschungsmaterial. Ist mal auch Fetteisen. Ich kann an dem Eisen nicht vorbei. Ja, ist echt so, ne? Ich glaube, ich bin gerade blind an einem vorbeigelaufen. Ich bin mir aber nicht sicher. Jo, bist du, wenn du in dieselbe Route läufst, gehe ich mal von aus, dann ja. Ja. Mit 100 Pferd. Ich habe ja mal gesagt, bei diesem Lasagne-Skandal, wo es denn hieß, da das Pferd drin, habe ich gesagt, sei doch froh, dass überhaupt Pferd drin ist. Bär? Du hast einen Bär gefunden? Ja. Ja, sehr schön. Ja, zumindest hast du ihn gefunden. Normalerweise hätte ich ihn finden müssen. Der schläft, aber der war müde. Okay, ja dann. Ja. Er schläft auf einem roten Teppich. Solange es kein Fliegender ist. Wer weiß. Mit doch ein Hundebauer. So, wollen wir jetzt noch zu dem Punkt laufen, oder? Ja. Ja? Würde ich sagen, oder? Ja. Wir haben noch einen ganzen Tag Zeit. Können wir Das sollten wir dann nachher vielleicht noch ein bisschen die Munition nochmal herstellen. Also jetzt nicht normale Schussmunition, sondern hier die Trikotschees. Nee. Ja. Das können wir. Course of brauchen wir. Yep. Set's right. Oh, ich werde hier noch gerade mal ein bisschen Eisen abfarmen. Bin ich auch gerade dabei. Wenn wir ein bisschen Kupfer noch ziehen können. Hover! Ich bin Kobo! Na, da sind wir noch viel hier, du leck mir am Arsch. Na, ja, müssten wir halt auch hingehen. Ja, von unserer Basis ist gar nicht mal so weit. Das ist ja das Problem. Ja. Na gut, da haben wir jetzt einmal die komplette Map fast aufgedeckt. Müssen wir noch einmal. Das ist ja wahrscheinlich Ziel des Spiels, oder was heißt Ziel des Spiels, aber dann eben halt der Hintergrund, dass du die Scheiße dann halt über die ganze Map sammelst. Aber dann kommen wahrscheinlich noch mindestens zwei Sachen dazu, weil wir oben rechts und links noch nicht waren. Ja, genau. Wahrscheinlich müssen wir noch irgendwie ein Schiff bauen, also was halbwegs. Wer weiß das schon so genau? Ja, es hieß ja, in den Kommentaren hieß es ja, das Spiel hätte noch einiges bereit, also. Wir werden nicht mal eben so das fertig kriegen. Vor allem, wir müssen den Scheiß ja auch erstmal bauen. Ja. Wahrscheinlich, wir finden jetzt diese ganzen Materialien und dann müssen wir nochmal Funkgeräte und den Scheiß erstmal herstellen. Dafür brauchen wir dann nachher wieder diese elektronischen Teile, die wir noch wieder herstellen. Och, hör doch auf. Wahrscheinlich brauchen wir dafür sicherlich wieder 6 Milliarden Kupferdrähte und den ganzen Kram. Ja. Deswegen sammle ich dann nebenbei auch schon eben ein bisschen Eisen, damit wir vielleicht ein bisschen Kupfer rankriegen. Oh, dieses Rumgelege hier. Gar keine schlechte Idee. Dann haben wir. Ui. Sich zärtlich. Oh, das hat weh. Einfach mal den Busch weg. Ich sehe dich auch gerade nicht mehr. Ich weiß nicht, wo du bist. Naja, wir müssen ja. Oh, Bär! Bär! Bär, 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 Bär! Moin, Bär! Ja, warum läuft er wieder zurück? Ach, weil du da festhängst, aus, tut mir aber leid. Bär? Ich bin hier. Oh, Bär. Hallo, Bär. Tschüss, Bär. Schieß doch! Schieß!
Also mal den Bärenbestand ein bisschen minimieren hier auf der Insel. Alter. Ja, das sind die Viecher, die Munition kosten. Das ist natürlich. Ja, es unnötig. Nervt mich, dass du nicht schießen kannst, ohne vorher Rechtsklick zu machen. Das ist ein bisschen, dass du da nicht aus der Hüfte schießen kannst. Ja, das finde ich auch ein bisschen affig. Ja. Ist ja auch ein klein wenig unrealistisch. Bisschen. Irgendwo müsstest du hier gleich auch mal auftauchen. Da bist du schon so weit vorgelaufen. Ja, ich bin schon da. Schwubbel. Boah, ich hab grad mal die Hälfte. Boah, ich hab einen Frosch im Hals, ey, das nervt mich. Ey, Froschel. Ja. Bist du schon am See vorbei oder nicht? Ich bin gerade am See, ja. Okay. Also was heißt am See? Das ist ja kein See, das ist ja... Ja, den Dümpel da, keine Ahnung. Ja. Das stelle ich mal hier oben hin. Das Menü und ihr könnt euch die Frage beantworten. Schau das Menü, könnt ihr... Was soll ich im Menü gucken? Was soll ich im Menü gucken? Hä? Voll krass. Habe ich überhaupt das andere Teil mitgenommen? Das ist eine Fabrik gefunden. Was meinst du, Bad Papa? Was du meinen? Was für eine Frage und welche Antwort? Huch. So. Ach, Fuchsel. Oh, Alter, wie viel ist denn hier von dem Zeug? Krass. Muss mal wieder was futtern. Schön Brathähnchen reinpfeifen. So, da vorne ist schon mal weite Entfernung, das ist Seelein. Bam. Das Seesche. Wie viele Teile es noch verteilt gibt im Menü? Sieht man das im Menü? Donner dir eine Leiter in den Rachen und hoffe auf Sonnenschein. Ja. Sehr gut. War 6. Achso, ein bisschen runter. Der war gut. Der Frank, das weiß ich nicht. Wo soll man das denn sehen können, Bad Papa, wie viele Teile man jetzt noch braucht? Wo steht denn das hier? Soll das hier irgendwo stehen? How to bla 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 bla. Ach du Scheiße. Im Menü steht das. Was ist im Menü? Irgendwo im Menü soll stehen, wie viele Teile wir noch brauchen. Ich habe jetzt auch noch nicht das ganze Menü durchgeblättert. Wäre aber auch so ein bisschen, weil normalerweise das, was wir jetzt gerade machen, das ist ja so ein bisschen Schnitzeljagd. Schnitzeljagd. Wir kriegen ja mal beim nächsten Punkt den nächsten Hinweis. Mhm. Weil von daher. Huch, achso, ja, ich hab's wieder übertrieben. Ich bin wieder zu schnell gelaufen, dann sterbe ich wieder halbwegs. Naja, ist echt ein Scheiß. Du Frank, warum? Nö, wenn du müde bist, geh ins Bett. Ich zwinge hier niemanden, den Stream zu gucken. Ich fühle mich dann zwar leicht diskriminiert und ungeliebt, aber es ist okay. Na toll, ich stehe jetzt an der Klippe, oder was? Oh nein. An der Klippe. Stehst du da oben, oder was? Ja, anscheinend. Warum versteckt sich der Fuchs da, hallo? Genau. Verrecke. Oh Gott, ich Teile sind es. Du dreckiger kleiner Bastard, du. Ich sag dir, ich reiß dir den Arsch auf, du. Ist schon wieder ein Bärenbesuch, oder was? Nee, da war ein dreckiger Zombie, der mich von angegriffen hat. 6 Teile sind es schon, aber die fungierte müsst ihr sehen. Was? Aber die fungierte müsst ihr sehen können. Aber 6 Teile haben wir. Nee, das war jetzt der 5. Teil, ne? Jetzt haben wir gleich 6, ja. Na, schauen wir mal, was dann. Wir werden es ja sehen, er wird uns ja gleich anzeigen. Schlaf gut. Wir werden ja gleich sehen, was dann uns angezeigt wird. Ja. Wenn wir das 6. Teil haben sollten, wird er ja sagen, so hier, jetzt bastel aber nochmal eine Atombombe oder so. Und einen Fluxkompensator. Dann kannst du vielleicht von Insel kommen. In der Chance von 1 zu 6 Milliarden. Wenn du aber vorher noch 3000 Milliarden Holz gesammelt hast. Ja. 10 Milliarden Stein.
Ja, ich habe ein Problem. Wahrscheinlich nicht nur eins. Ja, doch, ich stehe auf einer. Ah, ne, kann ich da runterlaufen? Du. Ach, ich habe keinen Bock, das ganze Eisen. Ich will das ganze Eisen mit. Ja, da gehe ich drauf. Wenn ich hier runter gehe, gehe ich drauf. Kann ich machen. Scheiße. Das Scheiben. Drei. Wie haben wir es überhaupt? 22 Uhr. So lange wieder am Zocken. Ja. So auf die Gefahr hin, dass ich jetzt vielleicht eventuell. War das bei dir oder bei mir? Was? Ein Wolf. Ja, dann war es wahrscheinlich bei mir. Ja, dann war es bei dir. Ja. Ach, der ist da unten. Ha, Trottel. Ah, gleich alles wegmachen. Oh. Zwei Pfeile brauchen wir bloß. Was, der Wolf? Ja. Naja, gut, wenn du die gepimpt hast. Oh Gott, ich hab's geschafft. Oh Gott. Knappe Geschichte. Puh. Ich hab schon gedacht, ich geh drauf, aber nein. Gute Nacht, Frank, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Gutes Nächtle. Ah, damit darf ich ja nicht laufen. Och, Alter. Da muss man wirklich einmal um den See. Da muss man ja wirklich einmal komplett außen rum rennen. Das ist ja doch komplett verkehrt, wie wir sind, oder? Ich glaube auch. Weil da müssen wir einmal unten am See längs laufen. Ich glaube, da kommen wir gar nicht an. Guck mal, wie lang das Stück da noch ist. Da kommen wir ja nie rüber. Wir kommen ja nie rüber. Ne, wir müssen. Müssen wir zurück? Das ist alles nichts. Wie willst du da übers Wasser rüberkommen? Da ist doch nichts. Ja. Dahin, ja, da müsstest du einmal hin. Genau, du müsstest, da ist die Map zu Ende. Du musst einmal wieder zurück. Das finde ich aber jetzt nicht okay, sage ich dir, wie es ist. Jo. Also eine Brücke hätte hier schon mal sein können. Das oder ein kleines Boot oder so. Ja, das ist einfach nur Mobbing. Das ist einfach nur Verarschung. Schwimmen, ja. Dini. Ja, wir hätten einfach zurück zur Basis laufen sollen und dann wieder runter. Ja. Dann wären wir wahrscheinlich schon da gewesen. Sag doch sowas nicht. Doch. Wir wären sogar wahrscheinlich schon wieder zurück. Nein, das glaube ich nicht. Ja, doch. Oh, hier wartet hundertprozentig noch ein Bär, ich spür's. Ich kann ihn riechen. Naja, das wäre noch nicht mal so ungewöhnlich. Obwohl, hier könnte man sicher, tatsächlich. Dass du riechen kannst? Ja, zumindest ein Teil von ihm, ja. Hier vielleicht rüber, ja, ne? Hier ist es so richtig schön. Ja, wenn du langsam schwimmst, verbraucht er ganz wenig Energie. Ich probier's jetzt einfach mal. Dafür brauchst du selbst Energie, selbst wenn du stehen bleibst. Also, wer ist das denn? Also, wenn ich jetzt nur Pfeiltaste drücke, ohne schnell, dann schafft das. Das schafft er. Jetzt habe ich erstmal die halbe Energie und ich bin schon dreiviertel drüben. Da. So, jetzt noch ein Stück kraulen und dann haben wir es geschafft. Sehr nice. Sehr gut. Na, dann schön Feuer am Bett, Papa. Dann hast du den Tag ja auch endlich hinter dir. Und die hättet euch ausmüllen sollen an der Base. Ja, vielleicht hätten wir. Hätte, Fahrradkette. So viele Sachen, die wir da machen können.